Okay. Oh, they are. Ez a Blue Box. Blue Box? Hát ez most épp az. Ezzel csinált a szegedi maszák is. Ú, ez elég durva. Ezt is adtam? Das Spiel um Kuppel und Panorama-Umgebung mit Videobildern ist eine Herausforderung an die notwendige Soft- und Hardware. Das Institut für Bildmedien des ZKM erforscht innovative technische Lösungen sowohl für die Kameratechnik als auch für das Abspiel- und Projektionsverfahren. Die vom Institut entwickelte 360-Grad-Kamera, die sogenannte Panoramakamera, liefert die erforderlichen Videobilder in hoher Auflösung. Von 1998 bis 2006 entstanden viele Prototypen. Eingesetzt wird die Kamera für künstlerische Projekte und Dokumentationen. Das Herzstück der Panoramakamera ist der kugelförmige Kamerakopf. Auf drei Ebenen sind insgesamt 25 3-Chip-Kameras angebracht. Die digitalen Bildsignale der Kameras werden über ein FireWire-Protokoll im QuickTime-DV-Format direkt auf Festplatte aufgezeichnet. Die Aufzeichnung der Bildströme der einzelnen Kameras wird dabei zentral gesteuert und elektronisch synchronisiert. Über einen Monitor kann der Kameramann die Aufnahmen überwachen. Insgesamt können bei einer Aufnahme 175 Minuten Videomaterial oder rund 1 Terabyte Daten gespeichert werden. Für Tonaufnahmen stehen 4 integrierte Mikrofone zur Verfügung. Die von Jeffrey Shaw konzipierte Kamera wurde unter Bernd Lintermann zur mobilen Einheit weiterentwickelt. Die Kamera kann so flexibel in verschiedenen Aufnahmesituationen genutzt werden. Mit ihrem kompakten, fahrbaren Rack ist sie für Innenaufnahmen einsetzbar. Das Rack kann auch an einen Roller mit Elektromotor montiert werden. Dies erlaubt erschütterungsfreie Fahrten durch Innenräume. Für Außenaufnahmen kann die Kamera auf verschiedene Fahrzeuge montiert werden. So etwa auf einen speziell modifizierten Citroën XM, ein Modell, das unter anderem wegen seiner besonderen Federung auch in der Filmindustrie genutzt wird.
Doch die Kamera ist nicht nur für Aufnahmen am Boden geeignet. Für die Videoinstallation CAMG des französischen Künstlers Jean-Michel Bruyère wurde sie an einen Helikopter montiert. Die Montage des Kamerakopfes und die Unterbringung der Aufnahmeeinheit erforderte technische Sonderlösungen. So entstanden beeindruckende Videopanoramen der italienischen Dolomiten. Panoramakamera, Panorama Screen und Panorama Display Software bieten dem Medienkünstler ein Hightech-Instrumentarium für die Schaffung immersiver Environments. Metamorphosen. Die Überraschung der Göttin Diana beim Bade durch den Jäger Akteon. Auf der oberen Bildebene werden die Betrachter zeugen, welchen Preis Akteon für seine Anmaßung, die Welt bis in die Nacktheit der Göttin hinein erkennen zu wollen, zahlen muss. Auf der unteren Ebene sieht man Diana beim Bade. Eine nahezu magische Wirkung erwächst der Installation durch das Verfahren der Bildprojektion, indem ein Benutzer den Projektorausschnitt über die Innenfläche. Thank you.
B7-es kártyám is volt, és 50 darab videókártya lemert. Az mekkora, hogy itt álltam azt a pezettet, raktam el a glóba. Egy beraktam a glóba, és így...